Hi Leute, wir dürfen, wie ich finde, das spannendste Video meines Kanals drehen, und zwar den Monthly Check-in, also den Months in Review oder den Monatsrückblick für Februar. Hier geht es in dem Video um meinen Diamond Painting Stash Detox, in dem ich 89 meiner Diamond Painting Bilder wegpainte, ups, einmal ins Bild geholt. Das ist mein Buch dazu, falls ihr meinen Stash Detox noch nicht kennt. Ich habe 89 Bilder mir rausgesucht und aufgeschrieben. Alles, was keine Lizenzen hat oder von Shops kommt, bei denen ich nicht mehr bestelle, weil ich ein bisschen schlauer bin heute als vor 3 Jahren, ist rausgeflogen. Und hier habe ich jetzt nur noch meine Stockbilder. Also zum Beispiel von Pigmondo, die bedienen sich ja an Stockfotos und auch hin und wieder mal an Lizenzen. Und meine Wunschmotive und alle Motive von Tini Schnickschnack und Shops wie Janine X, die auch lizenzierte Bilder haben, oder Pichu Moon Art. Und natürlich unserem All-Time-Favorite Diamond Art Club. Und ganz neu mit dabei, davon werdet ihr auch gleich etwas sehen, ist Diamond Dots. Auch die haben lizenzierte Bilder. Darum kosten die auch ein Scheinchen, ne? Wenn man sich die mal bei Amazon oder auf anderen Plattformen bestellt oder auch mal in diversen Spielzeug- und Bastelläden kauft. Das gibt es hier bei uns in der Stadt auch, dass einige Spielzeugladen Diamond Dots anbieten. Dann kosten die auch so ihre 25 bis 40 € pro Bild. Und das manchmal für Teilbilder. An denen kann ich euch aber sagen, hat man genauso viel Spaß wie an einem Nicht-Teilbild, denn es dauert länger, als man denkt. Ja, ich möchte euch in diesem Video zeigen, was ich im Februar geschafft habe, welche WIPs mit in den März gehen. Zur Einordnung, heute ist der 1. März, das heißt, der Februar ist gerade rum und ich bin mit allem fertig geworden, was ich schaffen wollte. Darum kann ich das Video schon am 1. März drehen, auch wenn ihr es erst am Sonntag sehen werdet, also übermorgen. Ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich fertig gepaintet habe und warum gerade diese Motive und was ich mit in den März nehme und als nächstes fertig painte. Ja, legen wir mal los. Um das Buch kümmern wir uns zum Schluss. Da haben wir dann einiges auszufüllen. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Ich freue mich mega. Und dann zeige ich euch mal, was ich gepaintet habe in diesem Monat. Da beginnen wir mit, upsie, mit Wackelbild, mit der Polarnacht von Tiny Tami aus dem Shop von Tini Schnickschnack. Das Bild habe ich im Februar zugeschickt bekommen. Dafür habe ich dann alle WIPs liegen lassen. Das Bild habe ich nämlich zu Promo-Zwecken geschenkt bekommen. Und ja, das habe ich für euch gepaintet, auf jeder Plattform gezeigt. Da habe ich eine Review gemacht und sogar ein Vorstellungsvideo, also eine Sondersendung, wenn ihr daran interessiert seid, wie das Bild aussah, bevor die Steinchen drauf kamen, welche Farben dabei sind. Und an dem anschließenden Downkitting in der Review, als ich mit dem Bild fertig war, dann schaut euch doch auf meinem Kanal um, da findet ihr das Video dazu. Das ist ein Bild in der Größe 40x60 mit 54 Farben. In dem Bild verarbeitet wurden 5 AB-Farben und 3 Metallic-Farben. Metallic-Farben sieht man hier oben wunderschön, überall wo es glitzert. Da stecken die überall mit drin. Und ja, dann hat man hier immer mal vereinzelt welche in den Laternen und bei den Häschen. Das war ein richtig tolles Bild. Da gehen wir gar nicht weiter drauf ein, weil es gibt ja schon ein Video dazu. Und das wäre ein weiteres Sternchen in meinem Detox-Journal. Das machen wir aber im Anschluss. Das nächste Bild, das ich einfach mal spontan fertig gepaintet habe und das gut zum Mitnehmen war, das war ein Diamond Dots Bild. Und darum habe ich vorhin so von der Firma geschwärmt. Das sind nämlich lizenzierte Bilder. Das habe ich mal günstig im Doppelpack gekauft, zusammen mit einem Bild, das ich meiner Freundin geschenkt habe. Wir haben uns das Set quasi geteilt. Und das hatte runde Steine und ein paar Sondersteine. Das hat richtig dolle Spaß gemacht. 15 verschiedene Farben. Und an dem Bild, ach, ich kann euch noch sagen, das wollte ich ja machen, dafür habe ich ja mein Journal rangeholt, wie lange ich an den Bildern gearbeitet habe.
damit ihr eine zeitliche Einordnung habt. Also, an der Polarnacht, die habe ich vom 19.01. bis zum 11.02. bearbeitet. Die ist ja vom Januar mit in den Februar gegangen. Also knapp 3 Wochen. Das war das Bild mit den Eisbären, falls ihr jetzt schon nicht mehr wisst, was die Polarnacht war. Das war dieses Bild hier. Da habe ich knapp 3 Wochen für gebraucht, vielleicht 2 Tage mehr. Parallel dazu, nämlich direkt ab dem 12.02. bis zum 15.02., also so 4 Tage immer ein bisschen, habe ich an diesem Lama gearbeitet. Das ist ein Teilbild und der Hintergrund ist aufgedruckt. Ich finde es aber mega schön, weil dadurch, dass man hier so einen Druck hat, poppt dieses Lama richtig raus aus dem Bild, ne? Ja, das war mein zweites Finish für den Februar. Und damit ist es noch nicht beendet, denn ich habe dann vom 18.02. bis gestern, den 29.02., also 18, 19, 20, 21, 22, insgesamt 12 Tage habe ich an dem Otter im Bubble Tea gearbeitet. Das ist ein Bild aus dem Shop von Pichu Moon Art. Auch ein lizenziertes Bild von Valiovanka. Hartsteinchen, 32 Farben. Ich habe keine AB-Steine eingebaut oder sowas. Ich habe das Bild einfach mal so gemacht, wie es ist. Und ich finde es supi süß. Ich drehe es euch mal um, dann habt ihr es einmal ganz im Bild. So. Und das war mein drittes Finish für Februar. Richtig cool. Ich habe mir dann auch mal kleine Bilder vorgenommen, neben dem Promo-Bild. So, und an dem Bild habe ich, wie gesagt, vom 18.02. bis zum 29.02. gearbeitet. Und damit ihr nicht mehr ganz so lange warten müsst, trage ich das hier mal ein. Ich muss bitte nicht darauf achten, hier oben noch einen Fehler korrigieren. Ich hatte nämlich den Otter im Bubble Tea zu früh eingetragen, habe das dann fürs Lama Lulu korrigiert, habe aber vergessen, den Namen hier zu ändern. Das mache ich dann noch. So, da kann ich den 29.02. eintragen. So, auch ein eckiges Kit. Dann habe ich einmal rund und eckig beendet. Ja, und bei meinen VIPs werdet ihr auch beides finden in rund und eckig. Und dann dürfen wir nämlich, und ich bin mir ganz sicher, hier ist das Bild noch zu Lama Lulu, das ist noch für mein Journal, das kommt auf die andere Seite. Ich bin mir ganz sicher, dass ich im März meinen fünften Stern kriegen könnte und dann gibt es eine Belohnung. Was das sein wird, habe ich mir schon ausgesucht. Wir nehmen nämlich jetzt mal den pinken Stern, dann ist das Sheet nämlich alle. Die hatte ich nämlich noch da, die Sticker. So, damit ihr das auch seht, hole ich das mal ins Bild. Ein Finish. Zwei Finish für den Monat Februar. Drei Finish. So. Und natürlich kommt dann für das fünfte Finish wieder ein gelber Stern, dann packen wir die wieder zurück. Ich habe hier ganz viele drin, also mit den Papierchen kommen wir definitiv hin. Und ja, für alle, die meine Challenge nicht kennen und warum ich das mache, ich decke meine fertigen Bilder mit Sternen ab und so sehe ich genau, dass ich noch 85 Bilder in meinem Stash habe, bis ich fertig bin. Das System habe ich von der lieben Lisette von Lisette Crafts and Tells übernommen. Auch ein YouTube-Channel hier, wo es sich mal lohnt reinzugucken. Denn die hat diese Challenge vor mir gemacht und ist so gut wie fertig. So viel kann ich schon mal sagen. Und ihr könnt eine fast 3-jährige Reise bei ihr begleiten. Also wenn ihr was zu gucken sucht, schaut mal bei ihr vorbei. Die ist super sympathisch. Die macht das super ehrlich alles und die hat wunderschöne Bilder fertiggestellt und die zeigt das ähnlich wie ich. Und wir können jetzt dazu kommen, welche WIPs, also welche Work in Progress, welche angefangenen Bilder ich mit in den März nehme und woran ich im März arbeiten werde. Meine Belohnung, die ich mir gewünscht habe, die steht schon fest. Die stammt nämlich von einem Small Business und wird von Hand hergestellt. Darum habe ich die. Oder werde ich die Anfang des Monats im März, also heute ist der erste, ich denke nächste Woche werde ich mir die schon bestellen,
damit die dann fürs nächste Video da ist. Und im nächsten Video zeige ich euch dann, mit was ich mich belohne für meine 5 fertigen Bilder. So, und dann kommen wir auch schon zu den WIPs, die mit in den März kommen. An diesem Bild, das habt ihr aber letzten Monat schon gesehen, habe ich gar nichts mehr weitergearbeitet, außer dem Kästchen. Dieses wird also mit in den März gehen. Da die Steine, die Hartsteinchen, bombenfest halten von Diamond Art Club, kann man das überall mit hinnehmen. Und ja, damit geht es dann im März weiter. Das nächste WIP, das mit in den März kommt, das kennt ihr auch schon. Da habe ich allerdings im Februar auch einiges weitergearbeitet. Ich hatte nämlich im letzten Video erst nur so ein Kästchen oder so einen Streifen bearbeitet, ne? Wie man sieht. Und dann habe ich, das ist leider ein Bild, was ich nur zu Hause legen kann, weil das sind noch Acrylsteinchen und die ploppen wie verrückt. Und dann habe ich hier aufgehört mitten im Feld. Dazu gibt es eine lustige Geschichte. Und zwar habe ich ganz munter hier mit den Pinktönen an dem Bild gearbeitet, will gerade diese Fläche machen und dann hier weitergehen. Und dann fällt mir auf, dass ich keine pinken Steinchen mehr habe. Ich schon die Pferdescheu gemacht, Tini kontaktiert und gesagt, du, mir fehlen bestimmt 2 Tüten von der 17, von diesen pinken Steinchen, ich kann nicht mehr weitermachen und so. Könntest du mal schauen, ob du noch welche hast? Genie sagt, ja, klar, die nächsten Tage, wenn ich ins Lager komme, dann gucke ich mal, ich hätte noch so einen kleinen Vorrat an alten Steinen, ne? Dann gucke ich da mal rein, ob die Farbe habe ich bestimmt. Ja, gesagt, getan. Und dann gucke ich meine Reststeinchen durch, weil ich wusste, dass bei Midnight Spell von Diamond Art Club die gleiche Farbe bei war für einige Felder. Dachte ich mir, komm, dann holst du dir die erstmal, sind zwar Harzsteinchen, aber ist nicht schlimm. Dann machst du erstmal mit denen weiter. Kram so in meiner eckigen, großen Reststeinebox rum. Und auf einmal finde ich noch, das zeige ich euch einen Augenblick. Und auf einmal finde ich noch 5 fette Tüten mit Steinchen. Einmal für die, wo ich auch noch wenig hatte. Und das sind die Steine, die ich vermisst habe. Dieses Rosa in der 963. Und es steht auch dick Flamingo drauf. Ja, jetzt kann ich natürlich mit der Flamingo Queen weitermachen. Und ja, das ist ein WIP, das ich im März fertig machen möchte. Allerdings weiß ich noch nicht genau, ob das klappt, weil an der Flamingo Queen kann ich nur zu Hause arbeiten. Die nehme ich nirgendwo mit hin, weil man sieht auch schon zu Hause beim Weghängen, lässt sie das ein oder andere Steinchen fallen. Was nicht schlimm ist, ich versiegel die am Ende sowieso. Ich liebe es jetzt schon. Ich finde, die Krone hier oben kommt super gut raus. Also die poppt so richtig raus aus dem Bild. Und ja, das Bild ist eins, was ich definitiv im März fertigstellen möchte. Dann kommen wir noch zum nächsten WIP. Ihr wisst ja, ich habe immer ein paar WIPs mehr. Das nächste WIP, das kennt ihr schon, an dem habe ich im Februar gar nicht weitergearbeitet. Und zwar ist das unser süßer Otter von Diamond Art Club, der immer noch diese Fläche hier unten hat, die gelegt werden muss. Das ist ein rundes WIP, das ich fertig machen möchte. Und ja, zieht ebenfalls mit in den März ein. Also WIP Nummer 3. Und ich werde auch kein neues Kit im März aufmachen, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Und dieser klebrige Freund hier, den habe ich schon ganz dick. Der klebt auch ein bisschen, der hat so eine dezente Schicht jetzt oben drauf. Den Freund hier, den habe ich ganz dick. Ich mache mal kurz das Blitzlicht aus, weil dann könnten wir nämlich mal rauszoomen und ihr seht alles. So, das ist der Buddha. Auch an dem habe ich, wie versprochen, im Februar, dafür drehen wir das Bild nämlich jetzt mal, weitergearbeitet und schlagen es einmal ein bisschen um, wenn das noch geht, weil ich es versiegelt habe. So, ich habe ja euch im letzten Video gezeigt, dass ich mir hier 12 Kästchen eingeteilt habe für dieses Jahr, damit der auf jeden Fall dieses Jahr noch fertig wird. Und ich drehe einmal für euch komplett. Anders geht es mit dem Riesenbild nicht auf meinem Tisch. Und ich habe mich tatsächlich daran gehalten, das war das Januarkästchen, das war das Februarkästchen. Ich gebe euch wieder ein bisschen Power, damit wir es sehen können. So, ich habe mal ein bisschen rangezoomt. So, das hier war das Kästchen für Januar und das war das Kästchen für Februar. Auch das habe ich, wie versprochen, noch kurz vor knapp, ich meine vom
25. bis zum 27. Nee, oder 25., 26. An den beiden Tagen habe ich das Kästchen noch fertig gemacht. Hier ist nämlich super viel Konfetti gewesen. Ihr seht das jetzt gar nicht, weil ich Licht angemacht habe. Aber hier seht ihr diese Stellen, da ist immer super viel Konfetti. Das geht dann immer relativ schnell. Und ich habe noch was gemacht. Ich habe meine neuen Fairy Dust Steine hier in der Blüte eingearbeitet. Hier und auch hier oben in der Blüte, in der Spitze. Und da habe ich ganz neue Fairy Dust Steine ausprobiert. Und dies wird auch noch im Rest und im Stiel der Blüte der Fall sein. Ja, das wäre das Kästchen, das ich für März machen muss und möchte. Dieses Kästchen geht also in den März mit. Hier habe ich einfach nur ein bisschen Washi drüber gemacht, weil da mein Papier kaputt ist und ich nicht möchte, dass da Dreck auf die Klebefläche kommt. Ja, hat frisches Washi-Tape bekommen und zieht ebenfalls mit in den März ein. Schon frisch versiegelt. Sieht auch jetzt schon wunderschön aus. Ich zoome mal komplett raus für euch, damit ihr den auch mal sehen könnt und schwenk euch mal so ein bisschen rum. Schaut mal, da fehlt nicht mehr viel. Das ist das Stück noch, was fehlt. Und ja, ich liebe es. Also jetzt, wo es versiegelt ist, liebe ich es noch mehr, weil alle Steine da halten, wo sie hingehören. Und ich den ja repariert habe. Und ja, das sind quasi mit dem Buddha, also das Fältchen und der Otter. Das ist VIP Nummer 2. VIP Nummer 3, die Flamingo Queen. Und VIP Nummer 4, Alice and the Flamingo vom Diamond Art Club. Das sind die vier Bilder, an denen ich im März arbeiten werde. Und ob ich was davon fertig bekomme und was fertig wird, damit ich mein fünftes Sternchen habe, das seht ihr dann im nächsten Monatsrückblick für den Monat März. Ich habe tatsächlich, inklusive des Dezembers, wo ich meine Challenge vorbereitet habe, schon 3 Monate keine Diamond Paintings gekauft. Das Einzigste, und das habe ich euch ja in einem meiner Videos gesagt, das neu in meinen Stash eingezogen ist, ist das kleine Kätzchen von Diamond Dots, weil ich mich in die Firma verliebt habe. Und die hat auch schon den Platz 90 bekommen. Allerdings ist dafür eins meiner Bilder ausgezogen, zwei sogar. Und zwar die kleine Welle von Karatart und der Strand von Karatart. Die sind aus meiner Challenge ausgezogen. Und dafür kam dann Lama Lulu und die Katze als Valentinsgeschenk dazu. Und somit bin ich immer noch bei 89 Bildern Stash. Jetzt sogar, da gucken wir final nochmal drauf, nur noch in Anführungsstrichen, 85 Bildern, wovon 4 Bilder im WIP sind. Ja. Und ich vermute mal, wenn ich wirklich den Buddha bis zum Schluss durchziehe, dass der auch für dieses Jahr zumindest das letzte Bild wird, was dann fertig wird. Es sei denn, mich überkommt es mal und ich mache das ganze Ding als WIP in 1 fertig. Das sehen wir dann. Ja, das war's vom heutigen Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, wenn ihr das Video direkt am Sonntag schaut. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr meinen Erfolg für Februar findet und ob ihr findet, dass ich gut was geschafft habe. Wie ihr an den WIPs arbeiten würdet und welches euch davon am besten gefällt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr keine meiner Videos verpassen wollt, lasst mir doch gerne ein Abo da, das ist kostenfrei. Und wenn ihr zweimal auf die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch keins meiner Videos mehr, weil ihr benachrichtigt werdet, wenn ich eins hochlade. Und da kommen so circa 3 die Woche. Ja, sonntags mittags und in der Woche um 18 Uhr. Das ist nämlich für viele gut, die tagsüber arbeiten. Die können dann abends mit meinen Videos ausspannen. So habe ich es mir zumindest gedacht und so mache ich es auch ganz gerne bei den anderen Creatoren. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag oder einen wunderschönen anderen Tag, je nachdem, wann ihr dazu kommt, mein Video zu schauen. Und würde mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.